Hallo und herzlich willkommen beim Gartenkanal und zur Kartoffelernte 2020. Anfang Mitte April sind dieses Jahr die Kartoffeln bei uns hier reingekommen in das Beet. Einen Frostschaden haben sie gut überstanden. Sie wurden klein wenig angegossen. Ansonsten haben die so 6 bis 8 Gießkannen allerhöchstens bekommen. Wie wurde das Beet angelegt? Im Verlauf des letzten Jahres immer wieder peu à peu mit ein bisschen Strauchschnitt, Pferdemist, Pflanzerde und so weiter. Und man sieht's, momentan ist es hier sehr, sehr trocken. Dementsprechend können wir die Kartoffeln trotz den 7 Liter Regen der letzten Tage ernten. Und dass wir so ein paar verwertbare Daten haben, habe ich mir gedacht, 5 Pflanzen pro Reihe, vielleicht waren es auch mal 6, vielleicht auch nur 4. Bei der mittleren Reihe war das Laub schon abgestorben, aber das Ergebnis, ihr werdet sehen, ist relativ aussagekräftig. Wir fangen an. Die erste Sorte, die wir hier haben und beernten, ist die Blue Congo, auch genannt Blauer Schwede. Und ich spoiler schon mal, das war die ertragreichste bei uns. Jetzt ist es so, im Internet findet man immer sehr viel Angaben, die da teilweise ein bisschen auseinandergehen. Also ich habe die auch als vorwiegend festkochend beschrieben gefunden. Manche beschreiben sie als komplett mehlig. Ich würde sagen, es liegt dazwischen. Sie ist nicht allzu mehlig, aber hat definitiv einen mehligen Charakter. So viel mal hier zur Verwertbarkeit von der. Ertrag habe ich gesehen teilweise als sehr gering, kann ich jetzt so eben nicht bestätigen. Und Ernte spät bis Mittelsorte, das deckt sich, denke ich, bei allen Angaben. Jetzt aber nochmal zu meiner Erfahrung. Es war die Sorte, die ist am besten gewachsen. Wir haben hier auch immer noch gegen Ende am meisten Laub gehabt. Und ja, muss sagen, sie hat es in die Blüte geschafft. Sie hat sogar geschafft, Samen auszubilden. Dementsprechend bin ich da mit dem Wachstum der Blue Congo oder Blauer Schwede sehr, sehr zufrieden. Und generell diese blauen oder dunklen Kartoffelsorten sagen mir sehr zu. Wenn ihr da Empfehlungen habt oder eure Top-Kartoffelsorten, eure Top 3, gerne unten in die Kommentare schreiben. So, und jetzt schauen wir uns mal die Erntemenge hier an. Grundsätzlich noch zur Technik. Ich nehme immer die Grabgabel anstatt den Spaten. Ist die Gefahr einfach kleiner oder geringer, dass man die Kartoffeln durchstößt. So, das ist die Ernte von 5 Pflanzen oder 5 Saatknollen. Mit der Größe bin ich zufrieden. Blue Congo pro Saatknolle um die 730 Gramm. Schöne Geschichte. Jetzt zur zweiten Sorte, die blaue St. Galler. Die blauen St. Galler sind im Vergleich zur Blue Congo besonders spannend. Da steckt nämlich auch Blue Congo drin. Ein Schweizer hat die wohl mit einer anderen Kartoffelsorte gekreuzt und das Ergebnis waren die blauen St. Galler. Er hieß Christoph Gäberli, wenn ich da richtig informiert bin. Also Christoph, Grüße raus an dich. Allerdings hat es bei mir mit der blauen St. Galler nicht so gut funktioniert. Ist eine schöne Kartoffel. Sie hat auch so eine sehr typische ovale Form und ja, eher flache Augen. Und ja, aber der Ertrag war jetzt nicht so der Wahnsinn, wie man hier sehen kann. Und sie ist auch die Kartoffel, die generell am schlechtesten gewachsen ist. Vielleicht lag es auch dran, dass sie zwischen den zwei waren. Aber ich habe mir eigentlich anderes erhofft, da ja, wenn sie mal Wasser bekommen haben, ja auch sehr viel in die Mitte fließt und dementsprechend auch Beschattung da optimal ist. Sie waren aber im Wuchs kleiner und konnten den Bamberger Hörnchen, an denen ich jetzt hier dran bin, auch absolut keine Konkurrenz machen. Wenn euch so ein Vergleichsvideo gefällt, gerne mit dem Daumen nach oben da zeigen und Meinung zu allem hier gern wie immer in die Kommentare. Nun ja, die Bamberger Hörnchen, da war ich sehr begeistert. Da habe ich mal bei einer Testende wirklich an die 20 Knollen an einer Pflanze dran gehabt. Ganz so toll sind jetzt die anderen Pflanzen hier nicht alle geworden. Ein paar Pflanzen hatten mehr, ein paar hatten weniger. Ich glaube, das lag daran, dass wir so wirklich sehr, sehr eng eben gelegt hatten. Und zu den Bamberger Hörnchen. Ja, Herkunft angebaut in Bamberg, wie der Name schon sagt, ist eine geschützte geografische Angabe, soweit ich das weiß. Kochtyp ist festkochen, das kann ich auch definitiv selber so bestätigen. Ist fleischgelb und die Besonderheit ist eben, dass sie so fingerlang sind. Manchmal gibt es da auch ganz witzige Figürchen, wie zum Beispiel bei den Lösskündel. Und ansonsten Reife, ja, mittel bis spät, mittelfrüh, habe ich auch verschiedene Angaben gefunden. Ich würde sagen, es ist eine mittlere Sorte im Vergleich zu Blue Congo. Hat sie schon ein bisschen Laub verloren, hat teilweise schon neue Austriebe gebildet. Einen Schaden an den Kartoffeln hatte es nicht. Ich habe 2, 3 Kartoffelchen entdeckt, die waren ein bisschen weicher. Und ja, es sah so aus, wie wenn die Pflanze da schon ein bisschen Energie oder Nährstoffe wieder rausgezogen hat. Vor allem auch Wasser, um eben die Neuaustriebe zu versorgen. Den Rest habe ich dann der Pflanzen hier Opa gelassen zum Abernten, das kommt natürlich auch noch im Video und wie man sehen kann, bin ich nochmal ordentlich gut durchgegangen. Teilweise waren welche am Rand, an den Ausläufern sehr weit weg und das Substrat hier wirklich gut durchlockert, gut durchmischt, bin ich sehr, sehr zufrieden. Eigentlich schon fast perfekt für das neue Auspflanzen oder eine neue Aussaat.
Ja, mal die Bamberger-Hähnchen. Ja, in der Nahansicht und doch ein paar große Exemplare dabei, auch wenn wir so ein paar kleine Winzlinge hatten, bin ich sehr zufrieden damit. Und das Erntegewicht pro Saatknolle 500 Gramm liegt, denke ich, in dem, was ja, so normal ist und womit zufrieden sein kann. Jetzt ist es natürlich auch noch höchste Eisenbahn, dass der restliche Knoblauch hier rauskommt. Das ist der, den ich im Frühjahr gesteckt hatte. Und da bin ich wirklich sehr überrascht. Also zum einen stand er hier direkt am Rand. War, denke ich, aber ja, auf jeden Fall förderlich. Man konnte gut gießen. Ich habe auch früh abgemulcht. Aber vom Ertrag her, man wird es gleich sehen in der Detailansicht, da sind doch ein paar ordentliche Knollen dabei. 10 Anteil ist immer so 7 bis 9, teilweise 10, 10. Also muss ich sagen, auch wirklich perfekt. Und da es jetzt trocken war, konnte man den hier auch weiter drin lassen im Beet. Und ich habe jetzt auch nicht mehr weiter getrocknet. Man sieht, das Laub schon komplett verdorrt. Ich habe ihn jetzt einfach abgeschnitten und die Wurzeln teilweise entfernt. Die kann man zum Beispiel auch abreißen. So trocken waren sie. Kein Problem. Aber man kann natürlich auch, wenn man es ein bisschen ordentlicher mag, einfach durchschneiden. Ja, machen wir mal noch ein bisschen ab, dass wir auch sehen, wie es darunter aussieht. Die äußere Haut war noch minimal ein bisschen vielleicht feucht, aber das war eher vom, ja, ich würde sagen, von dem Rotteprozess, der da stattgefunden hat. Einen großen Einfluss auf die Zehen per se hat es nicht. Ich habe darunter nichts erkennen können, also könnte man jetzt auch so, wenn man sie weiter trocken lagert, definitiv lassen, den Knoblauch. Das sind halt kleine Buddel. Homberger Händler. Ja, Homberger. Bamberger. Bamberger Händler. Ja, und für Bamberger Händler sind die von der Größe her eigentlich, das, was ich davor auch schon rausgemacht habe, ganz okay. Ja, ja. Wie vorhin gesagt, ich habe gedacht, Opa findet es wahrscheinlich ganz nett, selber auch ein bisschen was zu ernten. Ist auch so, er hat sich wirklich darüber gefreut, auch wenn man es ihm manchmal nicht so ansieht. Aber mal ganz ehrlich, was gibt's Besseres als selber Kartoffeln, Süßkartoffeln, rote Beete oder Möhren ernten? Vor allem, wenn man nicht immer weiß, wie groß ist die Geschichte. Und man freut sich ja dann doch schon eher über die größeren. Nicht nur bei so Sorten wie jetzt der Blue Congo oder dem Bamberger Hörnchen. Wie seht ihr das? Auch gern die Meinung dazu in den Kommentaren. Hast du gut mal ausgesehen? Nein, nix. Ja, war nicht kaputt gemacht. Passiert. Hey, die hätte man noch nehmen können. Ist doch drauf. Na jo. Und da hast du wieder auch nicht dran. Ja, du hast da einer, du hast gerade dort, bist du hört, du fängst wieder an. Ja, hab ich doch gesagt. Ja, hast aber du da schon rausgemacht. Nein, no, das Kraut war komplett schon weg. Ich habe nichts weggemacht. War. Jetzt hier. Ist jetzt eine andere Sorte, gell? Ja. Das weiß man dann noch nicht mehr. Doch, siehst du. Guck, die sind so länglich, wenn die groß werden. Die sind wunschdicker. Opa hat da schon recht, also ich habe auch im Video schauen müssen. Letztendlich hat man es dann wirklich durch die Kartoffeln später erkannt, was ist. Aber besser merken, was man wohin gesetzt hat. Vor allem, wenn man einen Vergleich machen möchte. Wenn das Vergleichsvideo euch gefallen hat, gerne Däumchen nach oben da lassen. Kanal gerne kostenlos abonnieren, um kein Video zu verpassen. Opa und ich machen jetzt das Beet noch ein bisschen eben. Und ansonsten, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei euren Projekten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.